Er kam, sah und siegte. Der aus New York stammende Tänzer Morris Perry. Sein Bühnenprogramm ist nach dem größten japanischen Vulkan, dem Fujiyama, benannt. Und der Name ist Programm. Im Neuköllner Heimathafen sollen herausragende Kräfte gebündelt werden und etwas Mächtiges soll entstehen. Der Fujiyama Nightclub. Für seine Bühnenshow im Stile eines amerikanischen Jazzclubs werden junge Talente gecastet. Zusammen tanzen verbindet. Das weiß Joanna wie kaum jemand. Seitdem sie 3 Jahre alt ist, schlägt ihr Herz für den Tanz. Mit einem New Yorker Choreografen wie Morris Perry zu proben, ist eine besondere Herausforderung für die 13-jährige Schülerin aus Neukölln. Die gemeinsame Bühnenshow im Heimathafen rückt immer näher. Also es ist sehr besonders, weil damals habe ich halt immer nur auf kleinen Bühnen oder so in der Schule, wo mich eh alle kannten. Und jetzt ist es sowas, eine große Bühne, jetzt auch mit den Interviews und Fernsehen. Und es ist auch mit Morris Perry, dem großen Star sozusagen. Ja, das ist sehr toll. Ich freue mich also wirklich sehr, dass ich hierher gekommen bin und mitmachen kann und diese Chance habe, überhaupt mit solchen berühmten Leuten zusammenzuarbeiten. Also das kriegt man ja auch nicht alle Tage. Diese große Chance, in Neukölln entdeckt zu werden, teilt sie mit 15 weiteren Nachwuchskünstlern. Gemeinsam proben sie für ihren Auftritt beim Fujiyama Nightclub. Morris Perry hat die Gruppe nach seinen Vorstellungen zusammengestellt. Ich mag offene Castings, wo ich Leute einlade und dann vor mir steht Leute und schaue die an. Und ich überlege mich, ich lasse meine Fantasy laufen, wie kann ich das einsetzen in einen Show sozusagen. Der 15-jährige Nurullah aus Reinickendorf spielt seit 5 Jahren Kanun, ein traditionelles türkisches Instrument. Jeder Ton besteht aus 3 der insgesamt 78 Saiten des Instruments. Das Instrument habe ich im Konservatorium für türkische Musik in Berlin gelernt, von dem Meister Nuri Karademirle. Man kann mit diesen Haken hier die Tonlage verändern, wie zum Beispiel. Wegen der ähnlichen Funktionsweise wird das Kanun auch als orientalische Zither bezeichnet. Ihr Klang ist typisch für traditionelle türkische Musik. Nurullah sieht das aber nicht so eng. Wir lernen miteinander zu spielen. Also das heißt, dass mehrere Kulturen aufeinandertreffen, dass sie dann gemeinsam etwas machen. Und nicht allein. Auch ein Stück von Mozart ist in seinem Repertoire. Auf der Bühne lässt er es aber lieber richtig krachen. Er ist für das Projekt Fujiyama Nightclub wie gemacht. Er zeigt sich offen für alle Arten des Ausdrucks. Hauptsache, es erfüllt die Ansprüche von Morris Perry. Es kann Tanz sein, ich bin offen für alle Arten von Tanz. Es kann Gesang sein, man kann Musiker sein oder vielleicht Stand-up-Comedy oder Poetry oder alles möglich, alles was unterhaltsam ist. Der Zuschauer möchte unterhalten werden. Vor allem darum geht es in einer amerikanischen Jazzshow, die Vorbild für den Fujiyama Nightclub ist. Zweifelsohne erfüllen einige Auftritte diese harten Kriterien. Noch genießen alle die letzten Showtakte, doch für Joanna und die anderen ist der süße Traum des Showbiz nun erstmal vorbei. Morgen beginnt für sie wieder der Neuköllner Alltag. Eigentlich würde ich jetzt auch gern wieder auf die Bühne und weiter tanzen. Ja, und es war einfach nur toll. Also ich freue mich echt und ich hoffe, ich mache nächste Show wieder mit und kann wieder auf der Bühne stehen. Ja. Jetzt, da die Karl-Marx-Straße wie einst der Broadway zum heißen Pflaster wird, vielleicht ergibt sich da eine Gelegenheit. Vorerst liegt ihr Glück jedoch in Perrys Händen.